Barakallahu fikum, sagt man, man sollte sich an die Regeln der Religion halten, ohne dass man mehr macht, ohne dass man weniger macht. Und das sollte man sich daran halten, so macht man richtig. Das bedeutet, wie zum Beispiel jetzt, als Beispiel nur, du fährst und das steht zum Beispiel 80, dann fährst du 80. 100, 100. Wenn du 120 fährst, das kann sein, es gibt einen Blitzer und dann wirst du geblitzt. Und es kann, wenn du auch 60 fährst, dann machst du auch ein Problem. Deshalb bleibst du bei der Regel. Und in der Religion sollte man bei der Regel bleiben. Wie zum Beispiel hier diese Frage, Umrah. Wenn man sagt, wann sagt man, Labbaik Allahumma Umrah, oh Allah, ich bin für dich da, damit ich Umrah verrichte. Da sagst du das bei Al-Miqat, bei der Grenzübergang. Und dieser bei Al-Miqat sagst du das nicht mehr, nicht weniger. Al-Imam Malik, rahimahullah ta'ala, hat einen jungen Mann gesehen, der hat vor Al-Miqat, Labbaik Allahumma Umrah gesagt. Dann sagte Imam Malik, mein Sohn, mach das nicht. Der sagt, warum, o Imam? Das sind ein paar Meter. Der sagt, nein, halte dich an die Sunna von unserem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Nämlich Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. Diejenigen, die seinem Befehl nicht folgen, sollen aufpassen, dass sie eine Heimsuchung oder Versuchung heimsucht und dann könnten sie vom Weg abkommen. Deshalb bleibt auf dem richtigen Weg und nicht mehr. Und so sollte man in der Religion sein. Wenn wir was in der Religion haben, dann machst du nicht mehr, was klar ist, dann machst du nicht mehr und nicht weniger. Außer das sind freiwillige Taten und dass man mehr machen kann. Zum Beispiel, du kannst jeden Tag fünf Kapitel vom Koran lesen, das ist dir überlassen. Du kannst so viel Koran lesen, du kannst so viel, sage ich jetzt, Subhana Rabbi al-Azim oder Astaghfirullah sagen, wie du willst, aber keine bestimmte Zahl, was nicht von der Sunna ist. Wallahu ta'ala. Bleib immer auf dem Weg von der Sunna, bist du gerettet und hast du mehr Lohn und wirst du gesegnet und dann wirst du auch fest sein auf deinem Weg. Wallahu ta'ala ala.